Sauerkartons essen, Samba gute Frau. Mann? Was für ein Mann? Ich hab da keinen Mann. Ich bin unfähig. Möchtest du mir einen Karton zu schicken? Und dafür kann ich mich dann nur entschuldigen. Ja, das ist ja auch wohl das Einzige, was Sie können. Ach, auf und habe nichts. Wie gesagt, ich kann mich dafür nur entschuldigen. Nichts wie Ärger. Mutter, was machen wir denn jetzt damit? Tja, dann muss ich die zusammenbauen. Sie haben ja sonst nichts zu tun, ne? Wo ist das dumme Ding denn schon wieder? Aschenputtel! Ja? Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Du musst die Kartons zusammenbauen. Wir wollen morgen umziehen. Du wirst jetzt alle 100 Kartons zusammenbauen und dann alles einpacken. So, meine Süßen, und wir gehen jetzt schlafen. Ich bin so müde. Was ist denn, meine Süßen? Und pass auf meinen Charlie auf. Siehst du? Fertig. Komm, dann kannst du dich gerade auf. Mit Charlie zuerst. Oh, wir sind da. Oh, Mutter, was ist
Wohnung. Ja, super. Ich glaube, wir können erstmal ein Zimmer. Genau. Ihr könnt euch die größten Autos von Aschenputtel bekommen, sowieso wieder die Besenkammer. Das reicht für das dumme Ding. Dieses Zimmer nehme ich, das ist meins. Ja. Aschenputtel, gib den Männern Trinkgeld, ich hab kein Kleingeld bei mir. Ist nicht nötig, das passt schon alles. Keine Sorge deswegen. So, dann schönen Tag noch. Ja, Wiedersehen. Mach Freude. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Aschenputtel. Ja, ich habe jetzt echt Bock auf Party. Ja, nehmt ihr mit denn überhaupt? Mit in meinem Alter? Mutter, du bist die heißeste Braut im ganzen Land. Tja, na lass mich. Lass mich runter, ich muss da so machen. Ging auch schon mal schneller. Das dauert wieder. Ja, bitteschön. Kein Wunder, dass ich schon graue Haare kriege. So, meine Hütten, dann lasst uns mal umziehen. Aschenputtel, du kommst nicht mit zur Party, weil du musst ja die ganzen Kartons noch auspacken. Guck mal, wie du aussiehst. Vor allem dir und denk dran, such meinen Charlie, den habe ich immer noch nicht gefunden. Hab ich den bis heute Abend nicht gesagt, so toll. So, lass uns gehen. Das Badezimmer ist ziemlich am Garten. Das ist nicht wahr, ja. Ist es wenigstens groß? Genau. Groß genug ist es. Okay. Dann lass uns gehen. Mutter, geht vor, ich weiß nicht, wo es ist. Wo kommen denn die ganzen Leute her? Habe ich die eingeladen? Wer seid ihr denn? Was tut ihr in unserer neuen Wohnung? Guckt euch mal diese Tische an. Hat's geschmeckt? Ja. Oh, guck mal, wir haben alle Kaffee und wo ist unser Kaffee? Toll, ich kann immer noch nichts essen gehabt. Aschenputtel hat noch nichts gemacht. Merkwürdig. Mann. Die leben aber ganz schlecht, nicht? Meine Süßen. Unglaublich. Aber sowas. Ich würde mich auch gerne dazu setzen. Ja, nicht? Eigentlich schon. Oh, guck mal, die haben sogar Fanta auf dem Tisch. Tja, sowas haben wir nicht. Jetzt sitzt sie wieder weg. Die geht feiern und ich nicht. Ich werde auch nie aufhören.